Dann Corneliusson, Berthold bei ihm. Corneliusson bleibt Sieger. Und Ball nicht im Netz. Oh, das war eine ganz brenzliche Situation. Nachdem da gleich zwei diese Flanke verpassten. Ball sprang Jakobs wohl auf den Schenkel und von dort zu Toni Schumacher. Rummenigge. Abgefälschter Ball. Zentimeter gefehlt. Schade. Schöne Einzelaktion von Rudi Völler, der sich da gegen drei Abwehrspieler durchsetzt. Der ein großes Beharrungsvermögen hat auch. Hier keine Gegenstände aufs Spielfeld zu werfen. Nilsson. Jakobs gegen ihn. Und dann Corneliusson. Ja, das war zu sehen, wie der Ex-Stuttgarter sich da freischlicht. Nur noch 1:2, 63 Minuten sind gespielt. Aus dieser sicheren Führung heraus, die deutsche Abwehr vielleicht ein bisschen zu leichtsinnig. Jakobs, dann kommt Corneliusson im Rücken von Karl-Heinz Förster. Unhaltbar für Toni Schumacher, das 1. Schumacher faustet daneben. Hat die Rummenigge, kein Abseits. Kein Abseits. Riesenchance erneut für Karl-Heinz Rummenigge, der blitzschnell gestartet war. Vielleicht hätte er es noch einmal probieren sollen, einen Haken zu schlagen. Gute Parade von Schön von Rummenigge. Und Völler. Sehr schöner Heber von Karl-Heinz Rummenigge. Fast aus dem Stand über die Abwehr. Jetzt gute technische Leistung. Holmquist. Qualifiziert hat. Nach drei schwachen Spielen, drei Niederlagen in Serie mit 0:6 Toren, ohne überhaupt einen Treffer selbst erzielt zu haben. Doch jetzt der neue Mann und das 2:2. Mats Magnusson erzielt in der 90. Spielminute das 2:2. Ja, jetzt wird es natürlich noch einmal spannend. Ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter nachspielen lässt. Ja, der Trainer, der strahlt über die glückliche Hand, die er beim Einwechseln gehabt hat. Der lange Pass von Torbjörn Nilsson in den Lauf. Zwei zu zwei. Das würde bedeuten, wenn die deutsche Nationalmannschaft die beiden noch ausstehenden Heimspiele verlieren würde, dann käme sie auf maximal 5 Minuspunkte. Sie ist also qualifiziert, aber für die Schweden sieht die Bilanz jetzt auch wieder ein bisschen besser aus, denn die ersten beiden dieser Gruppe 2 gehen ja nach Mexiko. 1:2 unentschieden, 1:0 Völler, 2:0 Herget, dann in der zweiten Halbzeit das Anschlusstor durch Dan Corneliusson und der Ausgleich praktisch mit dem Schlusspfiff durch Mats Magnusson. Viele fragen sich, ob es sinnvoll sei, überhaupt nach Mexiko zu gehen, in Anbetracht der Nöte, die dort herrschen, ob Fußball dort überhaupt ein Thema sein könne. Die FIFA hat sich entschieden, wie geplant, dort zu spielen. Ich denke auch, man sollte die WM dort austragen, denn die Menschen, die Mexikaner wünschen es sich, während wir hier noch einmal das 2:2 sehen, die Mexikaner wünschen es sich und der Fußball, der Sport könnte hier mal wieder etwas Gutes tun, nicht nur Selbstzweck sein, nicht nur den kommerziellen Gedanken erfüllen, wenn die Beteiligten bereit wären, und das ist mein Vorschlag, von dem, was dort eingenommen, was dort an Gewinn gemacht wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft,
einen Teil zumindest im Lande zu lassen und so den Bedürftigen, den Notleidenden in Mexiko zu helfen. Mit diesem Bild des Torschützen zum 2:2, dem glücklichen Ausgleich und für die Schweden sicher so wichtigen Ausgleich, darf ich mich jetzt aus dem Rosunda-Stadion von Stockholm verabschieden und gebe zurück in die Sendezentrale.